Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Haul. Ich war nämlich im Action. Ich fange mal mit den weniger spektakulären Sachen an, würde ich sagen. Und zwar habe ich mir einfach Formtape mitgenommen. Musste wieder sein. Und zweimal Klebe. Das sind so die unspektakulären Sachen. Jeweils zweimal. Aber brauche ich immer wieder. Das ist so meine Standardklebe. Deswegen, die darf immer mal mit. Steht so komisch, okay. Dann, jetzt kommen wir zu ein bisschen spektakulärere. Ja, ich glaube schon, so passt es. Und zwar habe ich mir, fange ich mal hier mit an, einmal dieses Diamond Painting mitgenommen. Da ist ein Eichhörnchen drauf. Das passt so super. Ich fand das so niedlich. Also das musste mit, das Eichhörnchen. Verrückt, wie ich bin. Ich habe ja noch nicht genug Diamond Paintings. Ich muss die auch irgendwann mal machen. Ich wusste ja wann, ne? Malen, Diamond Paintings, basteln, alles zusammen. Ich weiß nicht, wenn ich das alles machen soll. Oh, dass das hier so verknickt ist, ist nicht schön. Das packen wir gleich mal ordentlich rein. Aber erstmal machen wir das einmal auseinander. Ich will es nämlich unbedingt sehen. Und zwar hier dieses kleine Bildchen, wenn das da weiß. Ja, da ist es. Okay, so finde ich das immer ein bisschen schöner zu sehen. Das sieht sehr, sehr niedlich aus. Hier haben wir die Steinchen. Glitzersteinchen sind auch dazwischen. Das ist immer eine schöne Sache. Wie immer die Sachen natürlich. Und wir schauen uns einmal das Bild an. Mit unserem kleinen Eichhörnchen. Ich nenne es Frederik. Ich nenne das Eichhörnchen hier Frederik. Frederik sieht sehr niedlich aus. Nee, ich mag Frederik. Frederik ist sehr, sehr niedlich. Ich bin sehr gespannt, Entschuldigung, wann ich da dran gehe. Ich möchte das eigentlich relativ zeitnah machen. Ja, mal gucken, ne? Mal schauen. Jetzt packen wir das aber so ein, dass das hier nicht wieder knickt. Das wäre nämlich nicht so schön. Oder finde ich auch nicht so schön. Das lasse ich einfach draußen, davon habe ich ja genug. Das packe ich jetzt zu den anderen Sachen. Das packe ich jetzt aber so rein. Wie gesagt, dass es jetzt ein bisschen gerade ist. Ich weiß das. Ich lege mir das jetzt zur Seite, dass ich das nachher nochmal rausnehme, dass ich das schön platt mache. Da lege ich was Schweres drauf. Weil das ist sonst auch blöd, wenn man dann paintet. An der Stelle, das ist, kommt dann immer so hoch und alles. Das muss natürlich nicht sein. Okay, dann geht das Ganze weiter. Ich weiß, das ist schon älter. Ich habe das schon ein paar Mal dort gesehen und bin immer wieder drum rumgerannt. Mir immer gesagt, nein, nein, das brauchst du nicht. Jetzt habe ich es wieder in der Hand gehabt, dann ist das auch noch rosa. Und dann, ach ja, und so teuer ist das ja dann auch nicht gewesen. Und na ja, jetzt habe ich es mitgenommen. Habe ich noch einen Kasten? Habe ich noch einen Diamond Painting Kasten? Gucken wir uns den mal an, dann kann ich entscheiden, welchen ich besser finde. Aber ist dann natürlich auch praktisch, dann kann man so zwei, drei Sachen parallel auch laufen lassen. Je nachdem, wo kann ich die hier abmachen? Hier? Kann ich das? Ah, das ist da so blöd. Moment. Wir kriegen das schon hin, ne? Bitte wundert euch nicht, das Pflaster ist jetzt mittlerweile weg. Jetzt ist das ein Blasenpflaster, was da drauf ist. Also alles gut mittlerweile mit dem Finger, weil ganz viele geschrieben haben, dass ich mir alles Gute für den Finger wünsche. Ich sehe gut aus schon, aber ich kann das noch nicht offen machen, dass viele mögen sowas nicht sehen und deswegen ist da auch immer noch was drauf. So, lange Rede, kurzer Sinn. Oh, kann ich das? Ja, alles gut. So, okay, wir haben einen Stift dabei, der soll leuchten können, wenn ich das richtig gesehen habe. Da müssen Batterien rein. Habe ich jetzt hier zufällig Batterien? Ich habe ja meinen Radierstift hier. Es passen nicht zufällig diese Batterien hier rein. Es passen zufällig diese Batterien da rein. Ja, fantastisch. Da muss ich mir gleich erstmal hier Batterien herholen. So. Okay. Ja, oh, blind, wenn man reinguckt. Okay. Ist das jetzt was Tolles, wenn das leuchtet? Weiß ich nicht. Ich nehme mal hier so ein Teilchen raus. Könnte, ne? Ich mache jetzt mal nur so. Oh, das könnte schon cool sein. Das könnte schon cool sein. Also für. Also ich habe ja dieses Board, wenn dann. Ah, okay. Dieses Board, dieses Lichtboard. Ich verlinke euch einfach unten mal eins, dann könnt ihr schauen. Und da lege ich immer mein Diamond Painting drauf zum Painten. Das finde ich eigentlich, ich nehme mal die Batterien hier raus, ich muss mir gleich andere holen. Da lege ich das immer drauf und painte das. Das ist eigentlich schon sehr angenehm. Das werde ich natürlich testen und gucken, ob so eine Anschaffung tatsächlich sinnvoll ist. Mir ging es um diese rosa Dinger hier.
Das darf man auch keinem erzählen, ne? So. Aber das ist natürlich nicht schlecht. Will ich gar nicht ausschließen. Mal gucken, weil dich brauche ich auf jeden Fall. Warte, Plus muss nach oben bei dir. So. Wieder alles hier rein. Ach. So, war richtig? War richtig, okay. Ja, hier haben wir auch das Rad mit drin. Kann ich auch nochmal zeigen vielleicht. Deswegen ist nämlich auch das hier dabei. Ups. Das macht man da drauf, diesen Kleber an dieses Rad. Und dann kann man die Steinchen, also wenn die schön hier drin liegen, kann man die Steinchen einfach hier aufrollen und dann auf das dementsprechende Bild rollen. Ich muss sagen, hiermit, da traue ich mich hoch. Jetzt ist aber auch gut, ich schmeiße heute aber auch alles hin. Da traue ich mich irgendwie nicht so ganz dran. Das ist wie mit den ganz vielen. Irgendwie fühle ich die nicht so ganz. Ich weiß nicht, warum das so ist bei mir. Aber man weiß ja nie, es gibt für alles das erste Mal. Dann haben wir hier noch ein paar Töpfchen. Ja gut, das ist ganz fein, ne? Kann man machen. Und dann hierfür, für mich ging es halt, wie gesagt, darum. Und wenn man nur ein paar Steinchen hat und so, dann geht das ganz gut, denke ich. Doch, kann man wohl machen. Für so Kleinigkeiten ist das super. Dafür ist das dann super. Ja, gut, das machen wir einmal wieder zu. Das lege ich mir hier hin. Habe ich auch was zum Basteln gekauft? Ja, habe ich auch, aber ich habe noch mehr Diamond Painting Sachen gekauft. Und zwar gibt es im Action auch Diamond Painting Karten. Es sind jeweils 3 Stück drin. Wir machen mal die hier auf. Die grünen hier machen wir auf. Schauen wir uns mal an, was da drin ist. Ich bin selber neugierig. So, gucken wir mal. So, weil das sind schöne große Karten, die ich fand. Und das ist einfach... Die Farben finde ich schön. Noch mehr? Nein. Keine Ahnung. War mit da drin. Das kann aber weg, denke ich. Na. So. Hier haben wir die ganzen Farben. Okay. Und da ist unser Schiffchen. Aha. Ich habe es gefunden. Das ist von den Tütchen hier. So. Die 3 Karten sollen und sind da drin, hoffe ich. Ist natürlich die Bedienungsanleitung wieder dabei. So sieht das Ganze aus. Und dann gucken wir mal. Da haben wir so. Okay. Die sehen sehr, sehr cool aus. Aber ich muss sagen, ich werde sie auch nicht als Karten nutzen. Ich werde sie anders nutzen. Die Umschläge finde ich gut. Die können wir anderweitig nutzen. Das kann ich alles abändern. Aber die Karten finde ich schon mal sehr schön. Also ich muss sagen, im Gegensatz zu dem Bild von hier vorne, finde ich sie in realen tatsächlich viel, viel schöner. Viel, viel schöner. Ich fand, sie wirkten hier sehr kitschig. Das tun sie hier gar nicht. Wir machen die anderen gleich auch mal auf. Ich muss reingucken. Die sehen viel, viel besser so aus. Achso, wieder zusammen machen hier. Ich muss das erstmal wieder in die Kiste reinbekommen, bevor wir da dran gehen natürlich. Moment. Jetzt muss ich mal gucken. Soll ich das hier wieder zwischenpacken alles? Ich mache das einfach mal. Warte. So, dann packen wir die mal da wieder rein. Und die packen wir hier rein. So. Haben wir. Und jetzt möchte ich mir die tatsächlich angucken, weil ich sehr neugierig bin, ob die im Realen auch nochmal vollständig anders aussehen. Ich finde tatsächlich diese kleinen Bildchen hier rum sehr süß. Das Papier hätten sie rausbringen können, fände ich cool. So, wie sieht das hier aus? Oh, die sehen auch sehr, also doch, das sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Oh Gott, ist der niedlich. Ist das niedlich oder? Ich finde es niedlich, ne? Ich stehe auf so kitschige Sachen auch. Ich brauche das dann wieder. Das ist so Seelenheil am Ende des Tages, ne? Wo habe ich denn hier mein Schiffchen? Ah, dazwischen. Okay, alles da. Sehr gut. Aber wie ihr seht, extrem niedlich, wie ich finde, oder? Also ich finde sie niedlich. Ich finde sie sehr niedlich. So, auch wieder rein, damit hier nichts durcheinander kommt. Auf die Farben. Achso, wir haben uns die gar nicht angeguckt. Würde ich noch gerne. Das Gelb ist ein schönes Gelb, muss ich sagen. Das ist nicht so biestig. Das wirkt ja hier auch ein bisschen anders. Das wirkt viel, viel angenehmer. Doch, finde ich gut. Finde ich gut. Kann ich dann damit kombinieren, denke ich. Ganz gut. Dann brauche ich nämlich mein anderes Set nicht auseinanderwühlen. Siehst du? Gucke. So nämlich. Okay. War es das mit Diamond Painting? Das war es mit Diamond Painting. Wir gehen an die anderen Sachen, die ich habe. Nehmen wir das hier erst. Und zwar ist das ein einfaches Fotoalbum. Ich möchte das gerne aufmachen. Einmal mit euch auch gemeinsam. Werden wir dran gehen. Ich fand das so schön.
wegen den Sternchen. Das hat mich irgendwie an Weihnachten erinnert. Oder ja, so generell so Weihnachtszeit, sage ich mal. Oh Gott, kriege ich das auf? Wie viele Seiten hat das eigentlich? 64 Seiten? Kann das denn sein? Ich konnte leider vor Ort nicht reingucken. Vor Ort war nichts Offenes. Deswegen weiß ich nicht, wie das von innen aussieht. Und deswegen bin ich auch sehr neugierig, ob das überhaupt so klappen kann, wie ich mir das vorstelle. Ja, da steht 64. Da müssen da auch 64 Seiten drin sein. Bändchen. Sieht ganz hübsch aus. Kann man machen. Können wir lassen. Kann man vielleicht noch einen Knopf dran nähen oder so, wenn man möchte. Oh Gott, alles gut? Alles gut. So, 64 Seiten. Da sind ja immer diese Seiten drin. Und da muss ich mal gucken, kann man die raus... Oh Gott. So, kann ich die rausnehmen? Das ist relativ dünnes Papier, muss ich sagen. Ui, 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 klappt das? Klappt das dann mit dem, wie ich es mir vorstelle? Das ist die Frage. Das weiß ich nicht. Sonst müssten wir uns selber ein Album machen. Okay, wir werden das gemeinsam testen und ausprobieren. Ich würde gerne die Seiten nämlich, also diese Seiten hier, die würde ich gerne rausnehmen. Die will ich nicht dazwischen haben. Müssen wir gucken. Da müssen wir gucken. 64 Seiten könnte wohl hinhauen, ne? Das kann wohl klappen. Ja, insgesamt eigentlich sehr schön, ne? Insgesamt sehr schön. Das dünne Papier auf Dauer betrachtet nicht schlimm. Können wir alles abändern, nur das hier halt. Es war mir klar, dass das dazwischen ist. Ist ja ein Fotoalbum. Ich dachte nur nicht, dass das so draufgeklebt ist. Ich hätte eher gedacht, dass das hier zwischen gemacht worden wäre. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich guck mal. Vielleicht nehme ich euch mit. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ich euch mitnehmen soll beim Vorbereiten dieses Albums auch. Was wir da reinmachen, das machen wir tatsächlich gemeinsam. Wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Okay, was habe ich mir noch mitgenommen aus dem Action? Moment, jetzt muss ich hier einmal runtergreifen. Und zwar sind ja diese Woche, ich weiß nicht, ob jetzt immer noch, die Blöcke im Angebot. Und da habe ich zugegriffen. Ich habe insgesamt... Ich muss gucken, vier waren es, ne? Ja, genau, vier Stück bekommen. Ich weiß leider nicht, ob es mehr gibt. Also ich habe nur vier Stück. Lasst mich das mal gerne wissen, ob es mehr gibt. Weil da bin ich schon immer am gucken, dass ich die zumindest bekomme, diese Weihnachtsblöcke. Ich muss aber sagen, ich bin ehrlich, die hauen mich auch wieder nicht um. Letztes Jahr fand ich die schon nicht schön. Davor das Jahr fand ich die nicht schön. Dieses Jahr finde ich sie auch nicht schön. Das ist immer mal so ein Blatt dazwischen, wo ich sage, das sieht cool aus. Das sieht richtig nice aus. Aber wir haben einseitig bedruckt das Ganze. Das ist ein Punkt. Das ist zum Beispiel schön. Ja, das ist halt, das sieht halt so aus. Hier habe ich ein paar Zahlen drauf. Finde ich ganz cool. Ja, Countdown to Christmas. Ja. Das kann man machen, aber das hier habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden, warum so. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ja, hier haben wir ein paar Geschenkanhänger. Farblich verstehe ich nicht, warum wir das dazwischen haben. Sehr dunkel, also der Block ist zum Beispiel sehr dunkel, das erinnert mich eher so ein bisschen an Silvester zum Beispiel. Hier haben wir kariertes. Ich hoffe, das kommt in der Kamera gut rüber. Das sieht ganz nett aus alles, aber das zum Beispiel, das würde ich auf jeden Fall trennen voneinander, weil das passt ja gar nicht zusammen. Also ich finde, das passt farblich nicht zusammen. So ein Peachton mit Gold finde ich immer so ein bisschen bissig miteinander. Das geht absolut, aber irgendwie, ja für Karten halt, kann man das dann in der Mitte trennen. Würde hier jetzt aber auch nicht gehen, ne? Ja, muss man dann mal gucken. Die Sternchen hier finde ich dann auch wieder ganz hübsch. Ja, zwei Papiere, die ich ganz hübsch finde. Sie sind halt nicht ganz so teuer, die Blöcke. Das muss man dann auf der anderen Seite auch so sehen. Ich nehme mal den nächsten Block rein. Da finde ich die kleinen hier ganz niedlich. Warum das ausgerechnet dann immer in rosa sein muss bei sowas, verstehe ich dann auch nicht. Das ist ganz hübsch, aber auch nicht wirklich was los, ne? Ja, ich verstehe das rosa dabei nicht. Rosa ist auch cool zu Weihnachten. Gibt es auch richtig coole Sachen. Ich finde das... Nee, warum? Kann man gut machen in so einer Weihnachtsküche als Tapetenhintergrund,
Fände ich das cool. Ja, das geht gar nicht. Das verstehe ich nicht. Das passt jetzt zu dem rosa Konzept irgendwie nicht so ganz. Ich schimpf nur, ne? Das ist nicht böse gemeint. Sie haben eine gewisse Niedlichkeit, aber ja. Das ist halt so eine Geschmackssache am Ende, ne? Das ist einfach so. Das finde ich ganz niedlich. Das ist sehr süß. Wir gucken aber, dass wir das Beste rausholen, würde ich vorschlagen. Das ist nämlich der Gedanke dahinter. Ich möchte das Beste. Ich versuche es. Ich kann nichts versprechen. Ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Dann geht's weiter. Und das sind die zwei Blöcke, die ich von den vielen, die ich habe, am besten fand. Das ist einmal dieser hier. Den finde ich ganz hübsch. Also den finde ich ganz gut. Hier ist aber auch dieses Konzept, da mache ich Gold, hier mache ich kein Gold. Das habe ich nicht so verstanden und verstehe ich auch immer noch nicht. Wie gesagt, für Kartenbasteln würde das noch nicht mal Sinn ergeben. Das hat die Größe nicht. Ja, hier diese, die finde ich auch ganz hübsch. Das mag ich ganz gerne. Hier das Bild zum Beispiel. Das ist okay. Dann hört es auch schon fast auf wieder. Ja. Dann das. Auch hier würde ich das voneinander trennen. Ich verstehe das nicht. Das ist mir zu viel. So eine Holzoptik, wunderbar. Hier jetzt den Lebkuchenmann hin. Hä? Aus dem anderen Block. Aus dem anderen Block. Wunderbar. Passt hervorragend in meiner Welt. Oder auch das hier. Und dann dieses Lebkuchenhäuschen. Ich hoffe, ihr seht das hier unten. Das Lebkuchenhäuschen mit hier drauf. Dass das nicht zu viel rosa ist einfach. Das ist mein Gedanke gerade. Ich muss selber Papier machen, dann bin ich damit zufriedener. Ja, so sieht es halt aus. Die Streifen, die goldenen, finde ich ja auch sehr schön. Ja, mehr ist halt nicht, ne? Die sind süß, die fand ich so niedlich. Die haben mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Auch vor Ort, das ist sehr niedlich. Das finde ich auch sehr schön, das Papier. Dass das so einen Rahmen hat, ja gut, den muss ich so oder so wegschneiden. Weil man nimmt das meistens ja nicht als Gesamtes. Das ist dann wieder so ein bisschen schade. Gut, das können sie natürlich vorher auch nicht riechen, ne? So, und dann dieser Block nochmal. Den fand ich auch noch relativ schön, tatsächlich. Und da gucken wir natürlich auch einmal durch. Das sieht dann so aus. Ja, farblich finde ich das ganz schön. Es ist erfrischend. Ich mag das Bild zum Beispiel ganz gerne. Aber auch hier weiß ich noch nicht so wirklich, wo die Reise hingehen soll, Matt. Ganz schwierig dieses Jahr, die Blöcke. Sehr schwierig. Muss ich sagen. Wir überlegen uns was, ich überlege mir was. Vielleicht habt ihr ja sogar schon was damit gemacht, weiß ich ja nicht. Aber vielleicht sagt ihr auch, oh, will ich gar nicht haben oder oh, ich will unbedingt. Es würde mich wirklich interessieren, was sagt ihr dieses Jahr zu den Action-Weihnachtsblöcken? Mich würde das wirklich interessieren. Ich bin sehr, sehr zwiegespalten eigentlich. Das eine oder andere Blatt ist sehr schön. Diese beiden Blöcke hier mag ich. Diese anderen beiden Blöcke, ja, die sind halt da. Da müssen wir mal schauen, was wir damit zaubern. Und die hier, ja, wie gesagt, die sind ganz gut, die sind okay. Damit bin ich relativ fein mit den beiden. Aber ich bin so ein bisschen, ich habe mehr, vielleicht erwarte ich zu viel, ich weiß es nicht. Gut, dann war ich, oh Gott, ich war im DM. Man hat mir gesagt, da gibt es Creme mit einem kleinen Otter. Das ist eine Limited Edition. Ich habe mir die Creme mit dem kleinen Otter natürlich gekauft. Das habe ich nicht vergessen. Und ja, hier ist sie. Das Coole daran ist, ihr fragt mich immer bei meinem Video für ein Set, ein Journal, wo ich meine Sprüche her habe. Hier hinten steht zum Beispiel einer drauf. Da ist jetzt nur keiner bei, wer das verfasst hat. Ist aber auch ein schöner Spruch, wie ich finde. Und das ist sowas, was ich meine, da begegnet mir das irgendwann einfach mal. Hier ist sowas. Werden wir vielleicht in ein Buch mit reinnehmen. Einfach auch als schöne Erinnerung, finde ich. Und ich liebe Otter, ihr wisst das. Ihr wisst das so. Das heißt, die Creme ist fürs Basteln. Die bleibt hier oben. Dann war ich noch bei Woolworth. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Da habe ich mir drei Teile gekauft. Einmal Silikonpinsel mit Dotting Tool zusammen. Das fand ich sehr gut. Das Ganze hat 2 Euro gekostet. Wie gesagt, das hier, es kommen jetzt 3 Teile, die habe ich mir bei Woolworth gekauft. Die sind also nicht vom Action, falls die Frage nochmal kommen sollte. Oft werde ich dann gefragt, wenn ich irgendwie so 2, 3 Sachen von woanders zeige, wo es das bei Action gab. Das ist Woolworth. So, ja, wie gesagt, Dotting Tool war mit drin. Sehr kleines Dotting. Sehr cool. Und dann Silikonpinsel.
Das ist sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr cool so als Set. Dann habe ich dort noch mitgenommen Weihnachtsservietten. Die fand ich, ja, die finde ich ganz gut. Die finde ich jetzt nicht so hässlich. Ist ein Nikolaus drauf für 1,50 Euro. Ja, das geht. Das geht. Das kann man machen. Ist jetzt nicht so perfekt, so wie ich es mir gerne wünsche. Da muss ich noch mal gucken. Aber ist schon gut. Und diesen kleinen Designblock gab es dort. Wie teuer war der? 2 Euro. Und da fand ich das Papier auch sehr schön. Wie viel gibt es denn? Steht da irgendwas drauf? 100 mal 10 mal 10 cm. Ja, okay. Aber wie viel ist da drin? Ach da. 100 Blatt, 5 mal 20 Motive. Bedeutet, wir haben 20 unterschiedliche Motive. Ah, 20, 5. Einmal dieses hier. Dann einmal dieses. Dieses Motiv. Na, nee, das können wir nicht hinhauen. 100 Blatt, 5 mal 20 Motive, doch. 20 Motive, meine Güte. Habe ich eins überschlagen jetzt? Ich will nicht eins überschlagen haben. So, nee, da waren wir. Geht weiter, so Knisterpapier. Dann einmal Wolken. Das sieht auch sehr cool aus. Dann so kleine Blütenblätter, Blätter drauf. Einfach so ein Hintergrund. Dann haben wir hier so Zeitungspapier, würde ich sagen. Das Papier einmal. Herzchen. Ein paar Blümchen. Nochmal so Wolken, so ein bisschen ölig, aquarellig eher. Das fand ich sehr, sehr cool tatsächlich. Das ist so eine Holzoptik mit so ein bisschen, mit ein paar Blümchen drauf. Ich sage das jetzt einfach mal so. Dann haben wir das. Dann einmal Millimeterpapier. Dann das. So ein Papier finde ich auch sehr cool. Und buntes Papier. Und zu guter Letzt dieses. Also ist es eine Menge drin. Ein paar kleine Papiere darf auch mal sein. Ich fand es ganz niedlich. Sonst habe ich da aber eigentlich nichts gefunden, muss ich ehrlich sagen. 2 Euro für so einen kleinen Block. Wenn ich überlege, ich habe für den 1 Euro irgendwas bezahlt. Sagen wir mal, auf 2 Euro habe ich für den auch bezahlt. Ist das schon ein Riesenunterschied, ne? Aber das ist trotzdem ein Rocker vom Preis, ne? Nicht falsch verstehen an der Stelle. Okay, habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Ich habe alles und ich würde sagen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da, wenn ihr mehr sehen wollt oder was mit all den Dingen passiert. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.